Hallo Hawkies, seid mir herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, ich weiß, ich hatte eine Streampause angekündigt. Absolut, aber wir wollen natürlich noch Elden Ring fertig spielen. Da ist ja nur noch Aragorn und das Eldenbeast, die wir vor der Brust haben. Ja, und die haben uns ja schon im Stream Probleme gemacht, aber ich denke, bevor ich mich dann in die Streamingpause begebe, werden wir das noch zu Ende bringen. Vielleicht nehme ich auch das eine oder andere Spiel einfach für mich als Let's Play auf und lade es hoch. Mal gucken, aber streamen fühle ich momentan tatsächlich gerade nicht. Da warten wir, bis vielleicht auch wirklich mal wieder die Zeit kommt, wo die Leute nicht so beschäftigt sind. Ihr habt mir ja geschrieben, was ihr so alles um die Ohren habt. Völlig klar. Aber Let's Play lässt sich vielleicht immer mal so reinbringen, denke ich mir. Einfach mal gucken, ihr Lieben. Jetzt aber zuallererst den guten alten Radagon und das blöde Eldenbeast erschlagen. Und ihr seht auch, ich spiele zukünftig mit Avatar. Ich habe mir jetzt einen gebastelt, der mir ganz gut zusagt. Und mit dem werden wir dann mal spielen. Dieses Kameraprogramm ist insofern ein bisschen komisch, all dieweil die Mundbewegungen oft nicht so von der Kamera sauber abgenommen werden. Aber egal, wir versuchen es einfach mal. Und jetzt, ihr Lieben, geht's da rein. Unsere Runen ruhen da immer noch. Seit wir es gar nicht vor einer Woche gespielt haben. Das Spiel seitdem nicht mehr angefasst. Am Ende sind wir ja mit Radagon einigermaßen klargekommen, obwohl ich immer noch Probleme habe mit seinem Flächenangriff. Ich will lieber gegen Malekith oder gegen den Feuerriesen kämpfen. Die finde ich viel einfacher. Aber egal. Gut. Okay, alles klar. Also rein da. Vielleicht klappt's ja. Wir werden's sehen. Falls es jemand anguckt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meinen Avatar findet. Die gute virtuelle Jolina. Leider Gottes ist es kaum möglich, sich was zu basteln, was alt aussieht. Es geben die Programme alle nicht her. Also habe ich halt eine Junge genommen, was soll's. Aber erst die Cutscene. Und ich habe wirklich Respekt vor denen, ich sag's euch. Vor den beiden. Ich gehe mal wieder mit dem Dolch rein. Weiß nicht, was mehr Schaden macht. Vielleicht hilft es mir ja bei dem Kampf, dass ich nicht auf den Chat achten muss. Vielleicht aber auch nicht. Komm, mach was. Nein, 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 nein! Weg da! Das, dieser Flächenangriff macht mich krank. Okay. Schick, er ist in der Cutscene. Guck mal, der erwischt mich immer, ich komme da kaum weg. Autsch. Halt dich lieber mal. Ist er wieder in der Cutscene? Nee, ich kann ihn. Oh oh. Shit, hey. Ich weiß nicht, wie groß die Fläche ist, die der da abdeckt. Das ist wirklich ätzend. Weg da, weg da, weg da. Das Blöde ist, ich brauche die Heilung ja für das Eldenbeast. Ich glaube, der Dolch ist fast besser. Okay. Ich fülle hier gleich mal nach. Und da vielleicht auch gleich. Okay, ab geht's. Noch 6 Heilungen haben wir.
Love it. Oh Mann. Kurze Zigarette drehen, glaube ich. Die ich dann wieder nicht rauchen werde, wir kennen das. Mich fertig, der Boss, ich zittere, ich merke das beim Zigarettendrehen. Ja, eine wahre Götterwaffe wird hier gerade erschaffen. Ich finde die Idee so cool, den Radagon zum Schwert werden zu lassen, das ist so ultra cool, ey. Komm, ich will endlich Platin. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich sehe mal nicht, was dieses blöde Vieh treibt. Furchtbar. So, gleich kann ich los, glaube ich. Shit, man kommt da nicht raus. Oder ich komme da nicht raus. Jetzt ist es gerade in der Cutscene. Ich kann ihm keinen Schaden machen. Ich hasse das. Jetzt ist es wieder weg, das Miststück. Keine Ausdauer mehr gehabt. Halt ich lieber mal. Ich weiß nicht, ob ich zu oft heile. Jetzt renn. Ah, jetzt kommt der blöde Ring. Renn. Weg da. Und renn voll rein. Aber habe irgendwie keinen Schaden genommen, soll mir recht sein. Uni, du musst noch eine Weile überleben. Halt dich lieber. Ich habe keine Ausdauer gehabt. Renn. Alles andere macht da gar keinen Sinn. Oh, jetzt kommen die wieder. Renn. Mach, dass du da wegkommst. Komm schon. Ja. Yes. Jubel, yeah. Gott sei Dank. Heldenecho. Oh mein Gott, Leute, wir haben's. Das ist der helle Wahnsinn. Ich hab's, Eldenbeast. War der Dolch doch die bessere Variante, scheint mir. So. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können hier verschiedene... Warte mal, haben wir da überhaupt noch irgendwelche Runen? Oh, 4 Runen, wow. So, wir können Rani herbeirufen. Und ich glaube, das ist die einzige, die wir herbeirufen können. Was ist mit den anderen Enden? Wir haben doch auch noch den, sag schon, da hätte man auch runterfallen können, glaube ich. Wieso leuchtet nur Rani? Sollte doch eigentlich auch die anderen Enden machen können, oder? Warte mal, jetzt speichere ich erstmal kurz. Jetzt muss man nur gucken, wo die Speicherstände stehen. Wartet ganz kurz. Wo stehen die Speicherstände?
Muss ich, glaube ich, kurz googeln. Okay. So, okay. Gespeichert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich mehr Möglichkeiten habe, als Rani zu rufen. Spaltende Marika. Ja, wir rufen erstmal Rani. Damit, ihr Lieben, habe ich dann Platin. Das erste Spiel, das ich platiniert habe. Spielen das Ende des Mondes. The battle is over, I see. Die immer mit ihren vier Armen, echt. Das irritiert mich immer. So ein bisschen. Hat die eigentlich jetzt den Umhang von Blade an? Sieht fast so aus, oder? I do solemnly swear to every living being and every living soul. Now cometh the age of the stars. Zeitalter der Sterne, nicht des Mondes. A thousand-year voyage under the wisdom of the moon. Also doch der Mond. Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond. Into fear, doubt, and loneliness. As the path stretcheth into darkness. Diese Maske sieht so scheiße aus, ehrlich, richtig grausig. Well then, shall we? Welche Hand nimmst du jetzt? My fair consort eternal. Fragt man sich da so? Ah! Habt ihr es gehört? Tatak, tatak! Ihr Lieben! Platin! Yes! Gut, okay. Wir überspringen das. Nee, ich will Reise 2 noch nicht beginnen. Ich frag mich gerade. Wir konnten jetzt Rani holen. Ich lade mal zurück und gehe direkt an die Statue. Möglicherweise kann ich dann da ein anderes Ende triggern. Dass wir die auch sehen. Weiß ich nämlich tatsächlich nicht. Guck mal einfach. Weil wir können ja noch den Dung Eater machen, glaube ich. Da haben wir die Quest ja zu Ende. Möglicherweise müssen wir da die Runen einsetzen. Wir rufen Rani also nicht. Und dann gehen hier an die gespaltene... Ja.
So, jetzt benutzen wir mal die Heilrune des Todesprinzen. Gucken, was passiert. Ich glaube, die setzen wir jetzt ein, ne? Welches Ende ich jetzt noch nicht kenne, das ist die Goldene Ordnung. Habe ich noch nie zu Ende gespielt. Bin gespannt, bleiben die Haare golden oder werden sie rot? Diese Rüstung ist der Hammer, echt. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall the age of the Duskborn. Yeah. Was sagt uns das? I'm not sure. Egal. Nein, ich will nicht die zweite Reise beginnen. Ich will schon noch das andere Ende auch sehen. Todesprinz, die... Warte mal. Die im Leben tot sind? Irgendwie so? Also nach wie vor finde ich diese Enden sehr verwirrend. Sorry, dass ich da nichts Sinnvolles zu sagen kann. Das war ja das Ende von Fea oder Fia. Die Todesrune. Heißt es jetzt, dass die, deren Körper am Leben bleibt und deren Seele gestorben ist, so wie beim Goldenen? Dass die jetzt sterben können oder bedeutet, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn es jemand von euch weiß, dürft es mir gerne reinschreiben. So, Heilrune des grausamen Fluchs benutzen. Das ist der gute Dung-Eater. Den Eldenring, den heilen wir auch noch, damit wir die vier Enden gesehen haben. Mal gucken, ob uns ein Unterschied auffällt. Oder mir. Weil jetzt sagt das Ende wohl, dass die Sterben nicht mehr wiedergeboren werden durch den Eldenbaum. Das ist ja das, was der Dung-Eater verhindert hat. Deshalb auch Roderica die Stimmen gehört hat von den Geistern. Die sind verdammt dazu, ewig Geister zu bleiben und werden nicht mehr über den Eldenbaum wiedergeboren. Ein schönes Ende, wirklich kein schönes Ende. The fallen leaves tell a story
Oh, das sieht kaputt aus. Of how a tarnished became Elden Lord. Ja, da geht gar nichts mehr. Guckt euch das an, was für eine düstere, beschissene In Welt. Oh mein Gott. Home, across the fog, the lands between. Oh mein Gott. Our seed will look back upon us and recall. The reviled curse that defined our age. The blessing of despair. Scheiß Ende, würde ich sagen. Also mit Sicherheit das Unerfreulichste, würde ich sagen. Okay. Dann noch das Standardende, was man immer kriegt. Selbst wenn man die ganzen Questreihen nicht gemacht hat. Also ist das einzige Ende, das ich jetzt noch nicht kenne, die Goldene Ordnung, wenn man die Questreihe gemacht hat. Die kenne ich noch nicht. Wartet. Habe ich mich jetzt hier mit dem Dings vertan? Möglicherweise. Mit den möglichen Enden. Warte mal, mit den Speicherdateien. Komm, ich juckt's in der Nase. Nein. Aber dann gucken wir uns jetzt noch das normale Ende an. Und dann soll's das auch gewesen sein, ihr Lieben. Wir heilen den Eldenring. Gucken, wie die Welt dann aussieht, dann sollte eigentlich der Baum wieder in voller Pracht erscheinen. Und es kann so weitergehen wie bislang. Ob das allerdings so dolle ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die größte Freiheit an der Entwicklung dieses Landes macht Ranis Ende. Aber I'm not really sure about it. Wenn sich da einer von euch auskennt, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Spannung. Ich meine, das Ende kenne ich schon, das haben wir ja damals gespielt. Bei dem Blindrun. Ja, sieht heller aus. Nämlich mit der Nase, ey. The fallen leaves tell a story. Da ist er of how tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture. Der Sprecher ist für mich ein bisschen over the top. Das ist mir schon beim Intro ganz am Anfang aufgefallen. Der ist mir ein bisschen zu dramatisch, wenn ich ehrlich bin. Zumindest ist dieses Ende ein wenig heller, scheint mir. Aber ja, es bleibt kryptisch. Ich müsste es nachlesen. Aber ich glaube, das spare ich mir jetzt, ihr Lieben. Damit ist der Eldenring-Dolch-Run abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Den letzten Teil dann eben im Let's Play. Und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Natürlich lasse ich die Credits noch laufen. Es gehört sich so, finde ich.
Obwohl die ja mittlerweile ewig laufen, also werden wir es vielleicht abbrechen, wenn es dann. Sag schon. So, und wie gesagt, Premiere, ihr Lieben. Das erste Spiel, das ich platiniert habe. Ausgerechnet Elden Ring. Der Hammer. Okay. Gut. Ich glaube, mir dauert es zu lange, wird die Datei unnötigerweise zu groß. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.